und die ständig sprudelnde Quellenergie, die die notwendigen Belohnungen und Motivationen darstellt dafür, die richtigen Aufnahmen, Assimilationen und Ausfuhren zur rechten Zeit, am rechten Ort, zum rechten Kairos zuzuschlagen. Und falls sie nicht an diesen spezifischen, adäquaten Aufgaben abgeführt werden können, sich anstauen zu noch höheren Drängens, Erlebnissen, die in Angst, Panik, ob des Verfehlten, nämlich den Mangel Risk, Luftspalt nicht adäquat wieder zuzuspachteln, äußern dann können, aber diese führen dies ja in inadäquater Weise so durch, dass sie vor der Selbstopferung, vor der Selbstersetzung ihres eigenen Körpers als Verbindungsglied in der nicht abreißenden Kette des ewigen Lebens schnell nochmal durch Seiten Ersatzglieder verstärkt haben, sodass das Mittelglied verschwinden kann und die Kette dennoch nicht reißt. Während die anderen in dieser metonymen Selbstopferungsaustauschkette denn für die Einzelglieder gibt es kein ewiges Leben, sondern schon das endgültige Verschwinden und Scheitern des Fadings und der Aphanesis. Dass also diese Gemahnungen, diese hochgespannten, die höchsten Todesart-Panikenergien ihnen bedeuten, auch schnell nochmal Körperglieder, Körperkettengliederersatzreihen zu bilden und ihre hochgespannte Motivation, die ja nichts mehr zu verlieren hat, wenn sowieso alles verloren sein wird, schnell nochmal in vollständiger Anspannung und vollständiger Veräußerung des Allerintensivsten da hineinzugeben und also nicht so wie die Iltisse oder die Zen-Stoiker diese Fortsetzung der Ewigkeitskette verweigern und die Kette gar durchschneiden wollen, was ein lächerlich hybrisches verkennendes Unterfangen wäre. Denn egal wie sie sich anstellen, ihre Energie wird da auch in den Fluxus der signifikanten Kette dieser anderen Textur der Körpercodes eingebaut werden, so oder so, negativ oder positiv, spielt hier keine Rolle. Es bleibt alles im Wellenfeld und man kommt nicht heraus. Also, die also da Widerstand leisten, und dann stattdessen in ihren Exerzitien, in ihren widersinnig, widerstrebenden Aufmüpfversuchen, die Energien, die hochgespannten von der Angst, Panik allmählich umzuwandeln gelernt haben, die neurotische Hochstauung der Angstabfuhr
wenn die entsprechenden tubulären Systeme nicht zur rechten Zeit den rechten Lokus finden. Diese also noch weiter zu zivilisieren oder zu tantrisieren, um dann jenes gegenläufige, absurde, artifizielle des Sublimationisten zu erzeugen, die nichts anderes sind als blaue Halluzinationen oder illusionäre Verkennungen der Umformung der Weltvorstellungsdeutungen, zum Beispiel eines Cusanus mit seiner Coincidentia Oppositorum oder anderer Mystiker oder Dialektiker, die dann wieder auf das Duadische vom Ternieren zurückrekredieren und alle Begehrensloch Unstopfbarkeiten ausklammern wollen. Also dann versuchen in den Ururterus, um all dieses Terniere notwendig gewordene, aufgespreizte Begehren in die Dreidimensionalität wieder in eine einfache Dualität oder Polarität zurückzuverwandeln, um dadurch dem Tödlichen zu entgehen und in eine illusorische Unsterblichkeit des Geistes, des Textes einzugehen. Das wird die andere Textur, die Helix, den Vortex, den Vertigo, nicht einmal zum Lachen bringen. Aber was soll's, es ist eben das Experiment, dass der Geist, der die Fähigkeit hat, auch sich selbst in einer dritten und vierten Spiegelebene zu reflektieren, die beiden anderen gebrochenen Spiegelebenen, die er im Beobachten des Beobachtens hin wiederum beobachtet und sich dann selbst noch einmal argwöhnisch von der Seite mit dem Zweifel des Zweifels ansieht, ob es nun auch das gewesen wäre, dieser Standpunkt, der also diese Fähigkeiten hat, der drei- bis vierfachen Gebrochenheit in sich selber und damit des wechselseitigen Reflexionsspiegelkabinetts, der also diese Fähigkeit dann entwickelt, dieses merkwürdige Phänomen, alles Phänomenale, das in seinem Geist ja schließlich nach Filterung, Zerlegung, Umwandlung, Drehung wieder auf den Bildschirm der Weltvorstellung geworfen wird, hinaus, von wo es hereingekommen ist, und sich also da an diesem Schnittpunkt, an diesem virtuellen Kulminationspunkt des Tableaus ansiedelt und nur noch Spiegelkabinett spielt im Beobachten dieses aphanesischen Vorgangs, der für die anderen der Maitanz um die wirbelnde Windhose herum darstellt, in jubilatorischen Jauchzern, die man oft nie unterscheiden kann, ob das Schmerz oder Lust ist, wenn es um höchste Ekstase oder Enthusiasmus geht. Und so auch hier kehrt er diese Energien um und wird nach Einstellung aller Urteilsfunktionen einfach zum beobachtenden Auge des sich ereignenden in der Erkenntnis, dass dies das ist, was die Rekombinatorik, die ihn an diesen Ort gesetzt hat, gerade
mal wieder mit ihm anzustellen pflegt, sich erlaubt, mit ihm anzustellen pflegt, um hierdurch also sein Schicksal, wenn auch nicht zu erfüllen, so doch präsent gewesen zu sein, während es eben geschieht, im sich wieder verschwinden machen gleichzeitig, um dann dem Nächsten wieder Platz zu machen, sodass dieses Weg, beiseite geschoben, von dem Hoppla, jetzt komme ich, von diesem anderen da, ebenfalls als Illusion der Ewigkeit erscheint, dieweil der Film nie aufzuhören scheint, bis eben irgendwann einmal der Strom ausgeht und der Projektor stillsteht und das letzte Bildchen vor dem Lichtbogen der Kohlestäbe verschmort. Haben Sie mal den Duft gerochen, wenn Zellophan von alten Filmrollen im Lichtprojektor verschmort? Oder die Stelle im Film On the Road mit Rüdiger Vogler, der diesen herumwandernden Kinoreparateur spielt, der diesen Exzenter erklärt, ohne den der Film nicht möglich wäre, ein Bildchen kurz anzuhalten, bevor das nächste kommt, und dann mit einem Schwung, mit einem exzentrischen Schwung weiter zu befördern, dann würde er gleichmäßig vor der Linse hindurchlaufen, der Film angestrahlt durch den Lichtbogen. Wäre das kein Film, wäre das nur verschwimmendes Flimmern. Ein Bildchen muss nach dem anderen kommen, eben 25 Mal pro Minute, pro Sekunde. Lassen wir es, guten Morgen. Die Wolken verziehen sich allmählich, die Sonne kommt wieder raus. Am Horizont ist es noch etwas diesig, aber sicher wieder ein sehr schöner Tag heute.